keine volle Rückendeckung für Peter Nebelo. Auf der heutigen Delegiertenversammlung der Woche der SPD stimmten mit 34 der insgesamt 40 Delegierten nur 85% für eine erneute Bürgermeisterkandidatur ihres Parteifreundes und Amtsinhabers Peter Nebelo. 4 Delegierte stimmten gegen eine Kandidatur Nebelos, 2 enthielten sich. Ja gut, im Gegensatz zu 2009, wo ich 100% Zustimmung bekommen habe, waren es in diesem Jahr 90%. Ein Ergebnis, mit dem man leben kann. Zu tief offenbar der Stachel bei einigen Genossen nach den innerparteiischen Querelen um den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Mertens. Und auch die Verluste der vergangenen Kommunalwahlen hinterließen in der Bocholter SPD Spuren. Dennoch verwiesen Peter Nebelo und Parteivorstand auf Erfolge der vergangenen Amtsjahre. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten vieles in Bocholt geschaffen. Ich denke nur an die Feuer- und Rettungswache. Ich denke an die vielen Investitionen in unsere Schulen, an den Ganztag, an die ganze Gesamtschule, an den Benölkenplatz, an den Langenbergpark und so weiter und so fort. Wir können zufrieden sein. Es ist uns nicht allen alles gelungen, aber wir haben ja jetzt 5 weitere Jahre Zeit, Bocholt weiter nach vorne zu bringen. Wo sehen Sie jetzt die größten Baustellen? Einmal vielleicht in der Partei, aber auch jetzt für Bocholt insgesamt. Wir müssen sehen, dass wir Kuba-I durchziehen, dass wir es nach vorne bringen. Vielleicht müssen wir die Kommunikation mit den Bocholter Bürgerinnen und Bürgern noch mehr verstärken, obwohl ja eigentlich jeder die Möglichkeit hat, auf der bocholt.de sich informativ über Kuba-I zu informieren. Auf jeden Fall ist Dialog mit der Bevölkerung sehr wichtig. Und jetzt auch bei Ihrer Partei. Wie gesagt, Sie hatten vorher schon mal 100%. Ja gut, mir wird sehr wahrscheinlich auch für die Querelen, die innerparteilich vorhanden gewesen waren, mit dem alten Fraktionsvorsitzenden eine Mitschuld gegeben. Ich bin mir einer solchen überhaupt nicht bewusst, aber gut, da muss ich mit leben. Und das ist halt Demokratie. Die Bürgermeisterwahlen sind in Bocholt für den 13. September 2015 angesetzt. Neben Peter Nebelo steht bislang als weiterer Kandidat Franz Josef ten Benzel von der AfD Bocholt fest. Die CDU plant erst im kommenden März, ihren Kandidaten ins Rennen zu schicken. Dann wird sich auch entscheiden, ob sie dabei auf ein Parteimitglied oder einen parteilosen Kandidaten setzt.